Hallo, ihr Lieben. Ich bin noch nicht da. Mach schnell. Ich schwebe. Okay, jetzt bist du am Boden. Können wir? Ja, es läuft schon bei mir. Achso, sehr gut. Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Ach, und mit dabei Hallo. Ist der bezaubernde, bebrillte Rainbird. Hallo. Hallo. Jo, warte. Ich habe Fleisch. Warte mal, kann ich das... Stapel teilen, halbieren. Ich kann jetzt auch gerade keinen basteln. Warum kann ich gerade keinen Speer basteln? Oh, mein Fleisch ist schlecht geworden. Oh nein. Weil ich kein Holz... Und hier liegt Fleisch auf dem Boden hinter dir. Okay, gut. Ja, ich hoffe, wir haben jetzt die Server-Einstellungen so weit ändern können, dass es jetzt doch alles ein bisschen besser wird. Ja, wir werden das erleben. Weil das war doch ein bisschen unfair, muss ich sagen. Ja, ja. Wir haben es uns vielleicht ein bisschen einfacher gemacht jetzt, aber... Ja, wir sind halt auch nicht ESL-ARC-Spieler. Gibt es sowas für ARC? Ich glaube nicht. So, wir wollten auch ein paar Fische jagen. Das war schon ganz richtig, ne? Ja. Hier, ich habe nur keinen Speer mehr. Die blöden Pi... Ach so, warte. Du hast keinen Speer mehr. Speer. Okay. Ich habe keinen Speer mehr. Aha. Was fehlt mir denn noch? Feuerstein und Fasern fehlen mir. Feuerstein ist hier drin. Fasern sind, glaube ich, in einem anderen. Warte, ich kann nicht laufen. Warte. Ich bin zu fett, ich kann nicht laufen. Ich schmeiß dir den Speer mal eben hier hin. Ich kann nicht laufen. Den Speer mal eben hier hin. Ach, Gott. Warum kann ich hier nicht laufen? Was wiegt denn hier so viel? Weiß ich nicht. Ach so. So. Ach so, ich hab das immer anders gemacht. Fasern. ich bin ein geiler Typ. Na, was hast du? Einfach. Was hast du gemacht, da? Ich hab die Sachen von der Kiste in mein Inventar getan und hab mich gewundert, warum ich nicht leichter wurde. Ach so. Oh, ich sollte aufhören zu laufen, verdammt. Ja. Ich dachte, wir wollen Fische fangen. Ja, ich brauch Fasern für den Speer. Ich hab dir doch jetzt meinen Speer gegeben. Oh. So bin ich, so selbstlos. Oh, Lichi. Ich teile meinen Speer mit dir. Speer. Nein. Ach, das teilt sie nicht, ja? Nein. Das wird sie nicht teilen. Nein. Also nein. Alles deins. Nein. Ja? Ja? Ich gebe nichts mehr. Oh Gott. Oh Mann. So, Fische fangen. Achso, du hast einen getötet, wollte ich gerade sagen. Na, ihr kleinen fiesen Scheißer hier. Ja. So, nur ein toter Piranha ist ein guter Piranha in dem Fall. Hier war noch irgendwo einer. Ja, hier waren noch zwei, glaube ich. Hier. Nee, das sind Kohlefisch. Ja, nee, Piranha. Die kannst du natürlich auch, ne? Der Piranha haut ab von mir, du Feigling. Was haben wir denn da? Oh, da sind Lachse. Okay. Sabertooth. Was macht der denn? Der will sich in den Boden eingraben. Mein Speer ist kaputt. Komme. Achso, du hast schon so weitergemacht. Alles klar. Ja. Muss beim nächsten Level up mal das Speer-Engramm lernen. Das geht ja nicht. Hallo Piranha, der fährt hier hinterher, du machst gar nicht. Der fährt mir hinterher, den habe ich eben nicht gesehen. Achso, du hast ja Friend. Oh, ich bin gleich tot! Nein! Warte. Kann ich irgendwas machen? Kann ich irgendwas machen? Ich kann dein Inventar öffnen. Ich kann nichts machen. Ich kann dich nicht wiederbeleben oder sowas. Nee. Ich kann nur dich davor schützen, dass die Leiche dich nicht anknabbert. Ich meine, der Piranha dich nicht anknabbert. Ich hoffe, ich bin jetzt hier noch irgendwo. Der ist auch kaputt. Was ist denn das für ein Imba-Piranha? Komm her, du Scheißvieh. Du bist gleich tot. Ein Imbaranja. Ein Imbaranja. Warte mal, kann ich dich da rausziehen? Körper ziehen, ja, kann ich. Keine Ahnung, wo ich bin. Ich hab deinen Fuß im Gesicht. Was? Ich wurde vergessen. Keine Ahnung, wo ich bin. Wo? Was ja, denn jetzt hier? Ach, Mega Neura, scheiße. Oh, ich heiße Mega Neura. Ich hasse sie. Die wollen sich auf deine Leiche stürzen. Was? Nein! Doch. Verteidige meine Leiche! Ja, dann bin ich auch gleich tot.
Nein, okay, dann eine habe ich umgebracht. Wo ist die andere? Noch eine umgebracht. Jetzt liegt hier nur noch... Oh, was ist das denn? Alter, was sind denn für... Hier liegt nur noch eine Tasche von dir. Ich guck gleich mal eben nicht, dass sie verschwindet. Zur Not sammle ich das ein. Hä, ich würde so gern wissen, wo ich bin. Wieso kann ich die nicht looten? Die Mega... Ach, jetzt. Warum auch immer. Ah ne, das verfällt erst in 43 Minuten. So lange sind wir ja nicht mehr zugange hier. Nee. Ich hoffe, ich finde dich vorher noch mal. Hier sind drei Brontos, die kämpfen. Die kämpfen aber gegen dann was Fleischfressermäßiges. Ja, ja. Bist du denn auch da gespawnt, wo wir angefangen haben? Ich glaub schon, oder? Oder hast du dich irgendwo hin spawnen lassen? Ach so, vielleicht habe ich zufällige Regionen gemacht. Oh nein! Nein, wo bist du? Dann lass mich nochmal sterben. Wird mir das auf der Karte angezeigt, wo du bist? Nee. Nee, ich sehe nur unsere Region jetzt hier. Oh, da ist ein Bronto-Tot. Ja, viel Spaß. Ja, ich will jetzt eh nochmal kurz. Was immer auch ein Bronto tötet. Ich glaube, ich hatte eigentlich Süd 3 ausgewählt, meine ich. Jetzt habe ich den Speer wieder, der war doch eben kaputt. Was ist denn jetzt hier? Hä? Das ist etwas merkwürdig. Ich box den toten Bronto. Mhm. Blut. Aber das Essen wird, glaube ich, immer noch ziemlich schnell schlecht. Ja? Habe ich das Gefühl. Okay, da habe ich ja die falsche Option wahrscheinlich gemacht. Oh, jetzt hat mich der andere Bronto getötet. Okay. Huch. Ah, ich war da ganz rechts. Ah, ich kann aber nur Respawn zufälliger Ort machen. Achso, nee, du kannst auch die Region oben... Ja, die Region, ja. Ja, dann macht er auf jeden Fall die Südregion. Süd 3 waren wir, Süd 3 waren wir, ja. Respawn ich nochmal. Ist ja komisch hier. Bin ich schon wieder da, wo ich gerade eben war. Aber da müsst ihr ja eigentlich, glaube ich, dann nach hier gehen. Komm her, du fieser Piranha, ich sehe dich doch. Weg, du Vogel. Sagt der eine zum anderen. Geh weg, du Vogel, ey. Hätte ich jemals zu Lizzie zurückkehren können, ich war doch nur Zigaretten holen. Das sollte man nie machen, Zigaretten holen gehen. Ich stehe jetzt hier immer, ich renne immer nur um deine Tasche herum. Dein kleiner Rucksack liegt hier. Und er verfällt in 40 Minuten. Was hat denn ein Blauwal? Blauwal? Ein riesiger Fisch. Ach, das ist der Lichti-Dingsbumsens oder sowas. Da kann man sich... Das finde ich so eklig. Du kannst an den Rand schwimmen, der tut dir nichts. Ja. Und du kannst aus dem Fleisch rausgreifen. Hm. Wenn du den bockst. Hallo, Bronto. Dafür greift er dich an, wenn du im Fluss auf dem Wasser bist. Ich weiß ja nicht, warum der so nicht unter Wasser ist. Ist das ein Amphibientier? Warte mal, ich guck mal eben in deinen Rucksack und dann kann ich vielleicht mal eben die Sachen schon mal brutzeln hier. Ja, brutzeln. Da, den Fisch kann ich mir mal eben rausnehmen und will diesen schon mal anschmeißen. Ich vergesse immer, dass ich nicht laufen darf. Das geht aber gerade. Ich spote gerade hier die ganze Zeit. Da ja? Geht das eigentlich mit. Ja. Nee, geh weg, du Giftspucker. Geh weg. Lass mich. Lass mich. So. Du auch. Lass mich. Können wir auch wegschmeißen, ja. Au. Ach so, Engramme kann ich ja noch lernen. Ich habe meine neuen Punkte hier. Wasserschlauch hattest du, Stoffhandschuhe hattest du, Kiste hast du. Dann würde ich sagen, die Steinschleuder nehme ich als nächstes. Ja. Dass wir noch eine Waffe haben. Ich glaube, ich bin zu Hause. Hier ist dieses. Oder? Ja! Ich glaube, ich bin zu Hause, sagt er. Ich glaube, ich bin zu Hause. Ich erkenne Dinge wieder. Nein, im Ernst, du erkennst Dinge wieder. Ja. Das ja, ich sehe das Haus. Lizzie, ich komme.
du würdest jetzt zu mir sagen, doch nicht im Let's Play, Lizzy. So, hier ist deine Tasche. Lizzy, nimmst du mich nochmal zurück? Ich hab dir deine Tasche gepackt. Zieh daraus deine eigenen Schlüsse. Kann ich alles nehmen irgendwie? Nee. Ja, doch, kannst du eigentlich. Ach, alles übertragen. Und da kommt schon wieder so ein Ding runter. Wow. Ich bin so froh, dass ich wieder zu Hause bin. Ja. Home sweet home. Zu Hause ist am schönsten. Ja. Oh, das ist wieder mitten im Wasser. Kacke. Wasserkacke. Wasserkacke. Ja, das kannst du knicken. Da warten dann nur alle Viecher schon drauf, uns zu fressen. Ja. Also ein paar Fische drumherum. Ich weiß nicht, ob das alles Piranhas sind. Warte. Nochmal. Nee, das sind diese Koel-Dingsbumsen. Und bei den Sabertooth-Dingern bin ich mir nicht sicher. Oh, da sind schon Piranhas. Warte mal. Ist aber noch keiner in seiner Nähe? Nee. Guck mal, ob ich drankomme. Das ist der Koel. Level 25 erforderlich. Oh nein. Da kommt ein Piranha. Komm schnell hoch. Hoch. Ja, hoch. Hoch. Noch ein zweiter. Haut ab, nein! Ihr Scheißviecher. Nein. Geht weg, ihr Scheißviecher. Die springen hier fast an Land ran, verdammt nochmal. Die Kackdinger. Nein. Ich versuche dich rauszuziehen. Ja, danke. Warte. Körper ziehen. Ah, jetzt bin ich wieder hier. Okay, ich glaube, ich weiß, in welche Richtung ich bin. Ich ziehe dich wieder mit dem Fuß zuerst ab. Das ist sehr nett, Lizzy. Ich kann jetzt alles mit dir machen, das ist ja schon klar, ne? Lizzy? Ich meine, du bist gut durchtrainiert, hallo? Aber so passiv weiß ich auch nicht. Ich bin schon wieder tot. Ich spawne immer an irgendwelchen Gegnern hier, das ist total geil. Oh nein. Oh, ein Trilobit! Hier, du scheiß Piranha. Hau ab. Ich hab ein... Hä? Nein, dein Trodon. Oh, die sind so kacke, die Viecher. Ich hasse sie. Oh, Trodons sind so scheiße. Also, wer die erfunden hat, weiß ich auch nicht. Wieso? Da liegt ein toter Raptor. Was? Ja, hier im Wasser liegt ein toter Raptor. Oh, okay. Ja, Dodos, chillt mal. Wo bin ich denn jetzt? Aua! Ey, Kompi, hör auf! Ich glaube, du musst da hinten, oder? Kotz mich nicht an! Oh, Scheiße! Oh, Scheiße! Oh, Scheiße! Oh, Scheiße! Wo ist der blöde Kompi? Nee, ich will den Raptor haben hier. Ich habe mich so gefreut, wieder zu Hause zu sein. Warum sind jetzt überall Piranhas? Das ist so ätzend. Da liegt der tote Kompi. Aus dem ich nichts rauskriege. Ich krieg manchmal aus den Viechern nichts raus. Okay. Jetzt mit dem Speer. Das ist nicht wirklich logisch, aber egal. Ja, also diese Folge ist bei mir sehr, sehr produktiv. Nö, ja gut, aber du erlebst ein bisschen mehr als ich. Super, toll. Ich laufe, glaube ich, immer wieder dieselben Strecken. Oh nein, jetzt kriege ich ihn ja nicht wieder. Ich weiß nicht, ob du in der Richtung jetzt gleich kommst. Ich glaube, ich komme gleich wieder aus derselben Richtung. Da ist der Fisch! Da ist er, der Große. Ich sehe ihn. Oh mein Gott, jetzt schwebt er über dem Wasser. Der ist aufgelaufen. Das ist irgendwie Lesichtig oder irgendwie so heißt der. Okay. Aber ich mag jetzt nicht wirklich ins Wasser gehen, weil wenn hier Mantas sind und... BMWs? Hier sind mindestens keine Piranhas. Ich könnte einmal an den Rand schwimmen. Das ist ein Ichthyosaurier. Ein Du-Diosaurier? Ein Ichthyo.
Ein Dudio. Dutio. Ja. Nee, nee, das ist ein Manta. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Manta, oh nein. Manta. Da musst du dir vorher in die Stiefel pissen. Kennst was? Du? Nein. Hast du Manta, Manta nie gesehen oder was? Ich glaube nicht. Kommst du jetzt von der Seite oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass ich hier irgendwie richtig. Vielleicht bin ich auch in die falsche Richtung gelaufen. Kann natürlich auch sein. Kann natürlich sein. Ja, ich glaube, ich bin falsch. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Nee, also mit denen lege ich mich nicht an. Die sind nämlich richtig übel. So, dann renne ich wieder zurück. Ja, mach das. Hier wartet dich auf jeden Fall was zu essen, wenn du kommst. Ich habe schon den Fisch und das Fleisch auf den Grill gepackt. Oh. Hab leider keinen Salat dazu gemacht. Das ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm? Hm. Mal gucken. Fleisch reicht völlig. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen Fladenbrot zusammen oder sowas. Ja. Hallo, Prontos. Ich will immer laufen. Kommst du vielleicht doch von der Seite? Bei den Prontos war ich gerade. Rainbow? Bist du's? Ja, ist es! Kann jetzt jemand romantische Musik spielen? La 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 la. Ja! Ja! Schnell nach Hause! Wo liegt meine Tasche? Mein Täschchen ist da hinten am Strand. Dein Strandtäschchen. Ich gehe nie wieder ins Wasser. Oh, hinter dir herzulaufen ist auch nicht verkehrt. Was? Was? Level up! Geil! Hey, beim Laufen, nicht schlecht! Ja! Geht mir auch ständig so, wenn ich mit dem Hund unterwegs bin. Ständig habe ich ein Level up! So, wollen wir nochmal nach dem Strahl tauchen? Konntest du ihn aufmachen? Zwei. Konntest du nicht, ne? Nee, ist wirklich so, ne? Das ist ein blauer Strahl, der ab 25. Ja. Ja. Wir brauchen weißen Strahl. Toll, dass du das vorher wusstest und mich da sterben lässt. Da hab ich nicht dran gedacht. Ja, toll. Ich bin doch auf meinem lokalen Dingsbums-Bild doch schon lange kein Level. Wo ist mein Täschchen? Dingsbums mehr. Wo ist mein Täschchen? Warte mal, wo ist dein Täschchen? Wo ist dein Täschchen? Hast du? Nee, das ist ein Stein. Hä? Ich hab dich da. Du liegst da sogar noch. Guck mal, du kannst deine eigene Leiche looten. Geil. Und du schwebst. Ich bin Jesus. Die schwebende Jungfrau. So. Können wir den abbauen? Ich glaube ja. Das ist voll eklig. Ja, 15 Fleisch, Alter. Oh, lecker. Ich wollte schon immer mal ein Stück... 15 Fleisch. Taste a bit of me hier. Oh nein, jetzt haben wir hier einen Diplodocus. Oh, scheiße. Geh weg. Ja, was soll ich lernen? Weiß nicht, ich muss mal eben von dem Diplodocus weg, sonst schubst er mich hier. Was habe ich gerade gesagt? Weiß nicht, ich war mit Sterben beschäftigt. Ich habe die Steinschleuder gelernt. Okay. Was bräuchten wir denn als nächstes? Weiß ich nicht, Holzknüppel vielleicht? Braucht man den wirklich? Ein Bett? Ein Bett habe ich schon, also gelernt. Also. Bauen können wir, glaube ich, noch keins. Kochtopf. Ich guck mal, das machen wir mal als nächstes. Was denn? Ein Bett bauen. Achso, soll ich mal einen Kochtopf lernen? Weil wenn du stirbst, dann kannst du wenigstens hier spawnen. Ja. Soll ich einen Kochtopf lernen? Ja, ich überlege gerade, brauchen wir einen Kochtopf so unbedingt? Ich habe keine Ahnung. Oh, hier ist lecker Fisch und lecker Fleisch. Zieh mich erstmal wieder an. So, was brauchen wir für ein Bett? Wir brauchen Fasern und Holz und Stroh. Mehr Klamotten habe ich nicht. Was haben wir denn noch an Leder? An Leder. Leder. Ich habe noch 19 im Inventar. Brauchst du was? Sonst würde ich ausmachen. Wir haben hier gleich auch nochmal. Ach, wir haben gar kein Leder mehr. Ich habe noch 19. Nee, dann mach dir lieber Klamotten. Ich wollte ja ein Bett bauen. Ja, aber Bett ist vielleicht besser. Und meinst du? Ach genau, ich wollte mal den Speer lernen. Ja, das wollte ich auf jeden Fall erstmal machen. Ich bin selber bauen. Pass auf, ich brauche für ein Bett, brauche ich 40 Leder. Und ich habe noch
21. Also ich bräuchte noch 19 Leder. Ja, ich habe 19 Leder. Im Ernst? Genau? Ja. Hier, ja, passt. Da kann ich auch, jetzt muss ich noch den Rest zusammensammeln. Das ist aber easy. Okay. Das ist noch was? Stroh, Holzfasern. Jo, das ist kein Ding. Stroh, Holz. Ich glaube, wir müssen jetzt gleich Feierabend machen, weil du musst weg. Ich muss gleich los, ja. Ich will aber mindestens das Bett bauen hier. Okay. So, ich brauche noch ein paar Fasern. 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 Oh, da ist ein Fasan. Ein was? Lisi braucht einen Fasan. Was? Fasan. Ja, ein Fasan. Ich kalt. War jetzt alles kaputt? Musst du die reparieren, deine Sachen? Nee. Weil du sagtest, du brauchst Klamotten, hast du gesagt. Ja, ich habe halt nur Brust, Kopf und Beine. Ich habe halt Hände und Füße nichts. Achso. Na, barfuß kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich habe Schuhe gekraft. Obwohl, so am Strand barfuß, das ist schön. Ja, ne? Oder? Ja, unbedingt. So. Kann ich jetzt bitte ein Bett bauen, damit wir nicht, damit Rainbow zumindest sich immer... Ich wollte gerade sagen, können wir Ja! Ich baue ein Bett! Können wir beide in einem Bett schlafen? Ich schlaf links. Von oben drauf betrachtet oder am Fußende stehend oder am Kopfende stehend? Von oben betrachtet. Hast du gerade was weggeschmissen? Ja, verdorbenes Fleisch. Ach so, ja, nee, das will ich nicht. Ich neige ja zu solche Sachen aufzusammeln. Oh. Ja, du hast durch die Hose gekackt, Lisi. Das mach mir erstmal nach. So, pass auf. Ich stelle jetzt hier ein Bett hin. Ja? Möglichst irgendwie so. Yay! Yay! Sehr gut. Wir haben jetzt immer einen Spawnplatz im Herzen. Haben wir beide scheinbar, ne? Hoffe ich doch. Achso, dann muss ich sonst irgendwas einstellen. Aber wenn wir in einem Stamm sind, dann dürfen wir wohl im gleichen Bett... Oh, jetzt komme ich hier nicht rein. Im gleichen Bett spawnen. Warte mal, mehr Optionen. Mars hinlegen, Pimmel, wo hast du das? Nein! Wie nein? Dann lieber sowas. Huch, geht da nicht. Warum geht das nicht? Dann machen wir es so. Ja, das heißt jetzt einfach Pimmel. Nein, das passt nicht. Warte mal. Pimmelwurst passt immer. Wer grunzt hier? Ich nicht. Liebesohn. Pimmelwurst. Ich leg mich da nicht auf eine Pimmelwurst. Verdammt nochmal. Warum denn nicht? So, wir sind bei 22 Minuten. Ja, jetzt passt. Dann können wir jetzt tatsächlich... Ich wollte gerade Fleisch auf den Grill legen. Ich lege mal Grill auf dem Fleisch. Ja, aber ich verliere jetzt nicht mehr so viel... Also ich habe jetzt nicht mehr so schnell wie Hunger. Ja, ich auch. Das ist voll gut. Das sieht im RL anders aus. Ich habe mega Hunger. Ich auch. Okay, so, Lisi, mit deinen wunderschönen Fischaugen. Ja, sagt der Richtige. Glasigen Blick. Du siehst genauso aus. Komisch. Gruselig. Geht gar nicht. Gut. Und, Moment, wovor rennt er weg? Ah, oh, da kommt schon wieder so ein blöder Spukosaurus. Komm, schnell raus. Okay. Aber nicht ins Feuer fallen. Nein. Dann gehen wir rein. Komm, wir gehen rein. Ja, gehen wir rein. Wir gehen rein. Nachher vergeht sich doch jemand an unseren Körpern hier, die hier rumgehen. Geh rein. Mando! Mando! Nee! Der blöde Dilophosaurus. Lisi? Okay, ich hoffe, ihr habt Spaß mit unserem gemeinsamen Let's Play. Ab sofort Single. Absolut nur Singleplayer hier. Ich weiß nicht, wie es dem anderen da drinnen geht, aber ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Alles Liebe wünscht euch Lissy. Ja, ich habe mich gerade ins Liebesnetz gelegt. Okay, ich wünsche euch auch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüsschen.